Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal wieder Baumwissen und ich habe das Bedürfnis, mich einmal kurz fassen zu wollen oder zumindest es zu versuchen und deshalb lege ich auch sofort los. Thema heute ist die Lärche, Larix decidua, die europäische Lärche. Es gibt noch die japanische Lärche, das ist die Larix kempferi. Zunächst mal zur Verbreitung. Ihr Hauptvorkommen innerhalb Europas, muss man sagen, liegt in den Zentralalpen. Da ist sie nicht gerade selten und da kommt sie auch wirklich bis zur Baumgrenze hin vor und bildet damit, also zumindest bis zur Waldgrenze, und ist damit das höchste an Baum, was wir in den Zentralalpen unter anderem finden können. Und also schon eine gewisse Leistung. Dementsprechend kann man auch vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass sie einen extremen Lebensraum bewohnt, dass sie eben wechselgrün ist und sich damit von den allermeisten anderen Nadelbäumen doch stark unterscheidet, die fast alle eben, bis auf zum Beispiel unsere Lärche, es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, immer grün sind. Dann zwei weitere mögliche Vorkommen von Lärche sind zum einen mal in den Karpaten, dann noch in Polen, so ein paar einzelne kleinere Vorkommen, und es gibt noch ein drittes, vergleichsweise großes Vorkommen, das ich euch unten hinschreiben muss, weil mir gerade der Name der Region ums Verrecken nicht einfällt. Fallen will. Sudeten waren es. Ja, doch, dann ist mir doch eingefallen. Das heißt, interessant ist, dass man sich verbreitungstechnisch also durchaus streiten kann, ob die Lärche jetzt überhaupt eine einheimische Art ist oder nicht. Bei der Douglasie beispielsweise ist das ja wirklich ein erbittert geführter Kampf. Ist die nun was man in Deutschland überhaupt anpflanzen darf, weil die kommt ja aus Amerika, die ist also was total Fremdländisches, die hat bei uns nichts zu suchen. Bei der Lärche, die gilt aber eigentlich, zumindest wenn man nicht länger drüber nachdenkt, als einheimisch, obwohl sie es eigentlich nicht ist und das nächste große Vorkommen von dieser Baumart eben die Zentralalpen sind, die sich klimatisch, ökologisch doch extrem stark von den Teilen Deutschlands unterscheiden, in denen sie dann angebaut wird. Natürlich, also ein künstliches Vorkommen. Von natürlichem Vorkommen kann dann eben wirklich keine Rede sein, meiner Meinung nach. Interessant ist eben auch, dass die Lärche per Naturverjüngung im deutschen Wald nur ganz, ganz schwierig zu verjüngen ist. Will man einen Lärchenbestand anlegen, muss man eigentlich fast immer pflanzen. Das sind schon ganz besondere Ausnahmen, wenn man es da mal schafft, dass die sich natürlich verjüngt. Das ist auch der Ökologie der Lärche eben geschadet, weil es handelt sich um eine ausgesprochene Pionierbaumart. Das bedeutet, sie keimt insbesondere dann gut, wenn die Bodendecke aufgerissen ist. Man spricht da von einem Rohbodenkeimer. Soll heißen, ein solcher zusammenhängend geschlossener, laubbedeckter Waldboden, da hat die Lärche schon so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Wenn jetzt aber hingegen angenommen die Wildsau kommt, oink, 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 und buddelt dann da rum, und es wird der rohe Boden freigelegt, am besten noch weiter aufgegraben, dass man da also bis hin zum Mineralboden möglicherweise kommt, dann sind das so Bedingungen, da haben die meisten geschlossenen Bestandwaldbäume Schwierigkeiten, da zu keimen. Umso leichter fällt es dann der Lärche, da sie dann halt eben keine Konkurrenz von anderen Bäumen zu fürchten hat und setzt sich dann in solchen Situationen tatsächlich durch. Um bei dieser Rohbodenkeimung dann einen Wachstumsvorteil zu erringen, ist die Lärche quasi ökologisch mit einem Turbo-Booster, wenn man so möchte, ausgestattet und hat ein enorm schnelles Jungwachstum. Heißt, das junge Pflänzchen, das ist richtig, richtig flott, was das Wachstum angeht, bis hin zu vielleicht 15 Jahren. Ist das Höhenwachstum und das generelle Wachstum sehr schnell. Danach bricht es wirklich regelrecht zusammen und die normale europäische Lärche, jetzt nicht irgendeine speziell angepasste Züchtung, was durchaus in forstwirtschaftlichen Zusammenhängen eine sehr attraktive Möglichkeit ist, aber die normale europäische Lärche ist dann eine sehr langsam wachsende Baumart und kriegt deswegen dann natürlich auch relativ schnell Konkurrenzprobleme mit anderen einheimischen Baumarten, die dieses super rasche Jungwachstum zwar nicht haben, dafür aber
im Laufe der Zeit eine Lärche relativ einfach überwachsen können, also höher werden und dann Schatten auf unsere Lärche schmeißen. Und wie jede Pionierbaumart, das ist die Eigenschaft einer Pionierbaumart schlechthin, ist die Lärche stark lichtbedürftig. Wenn sie also überhaupt im Bestand vorkommt, was sie kann, dann muss dieser Bestand sehr weit auseinanderstehende Bäume haben und es muss wirklich ein lichtdurchfluteter Wald sein, wie man ihn sonst nur von reinen Kiefernwäldern kennt. Und selbst eine Kiefer ist noch ein bisschen schattertragender als unsere wirklich sehr empfindliche Lärche, was Schatten eben angeht. Also so ein Wald, wie ich hier jetzt drin hocke, man sieht, es sind hier schon diverse Schatten zu sehen, inklusive auf mir. Das wäre jetzt der Lärche schon ein bisschen zu viel. Gibt hier in der Region, wo ich hocke, so einzelne Lärchen, die hier noch stehen. Ich zeige euch mal eine. Also das da mit den sehr grünen, frischen Nadeln, weil die sind gerade eben erst ausgetrieben. Das ist zwar eine, die da steht und die wird da so schnell auch nicht wegkommen, wenn sie keiner umsägt, aber das Problem ist, wirklich Nachkommen produzieren. Ich habe nämlich die Gegend abgesucht nach jungen Lärchen, kleinen Lärchen. Ja, das sieht schlecht aus, weil die stehen immer am Rande von irgendwelchen Fichten- oder Douglasienbeständen oder Tannenbeständen und die sind jeweils konkurrenzkräftiger. Heißt, wenn die dann irgendwann die Lärche überwachsen haben, bei der halt auch der Jugendbooster quasi vorbei ist, dann ist die entsprechende Lärche weg. Also man müsste, wenn man jetzt die Lärchen hier erhalten wollte, eingreifen und entsprechend die Fichten und Tannen drumherum wegsägen, um halt eben die Lärche dann entsprechend zu erhalten, wenn man das will. Also Naturverjüngung von Lärche in Deutschland schwierig. Aber das liegt halt eben nur daran, dass die Probleme mit der anderen einheimischen Vegetation hat. Ansonsten ist sie nämlich völlig beliebig, was ihre Böden angeht, in denen sie wachsen kann. Also wenn man einen Boden hat, wie den, auf dem ich hier sitze, dann ist der auch für Lärche geeignet. Einzig sehr stark staunasse Böden, also direkt am Fluss, Uferbereich und so weiter, richtig nasse Gegenden, wo man schon sehen kann von der Vegetation her, oh, hier muss es nass sein, da hat die Lärche dann Schwierigkeiten und kann damit nichts anfangen, aber jeder andere Boden ist kein Problem. Sie hat auch keine besonderen Ansprüche an die Wasserversorgung, verbraucht so mittelmäßig viel Wasser und mittelmäßig ist übrigens weniger, als es die meisten einheimischen Baumarten tun. So eine Buche hat zum Beispiel schon durchaus nochmal einen, jetzt erheblich wäre übertrieben, aber einen schon ordentlich höheren Wasserverbrauch als die Lärche. Also kann man quasi davon ausgehen, dass es auf den allermeisten deutschen Standorten auch keine Probleme mit der Wasserversorgung für die Lärche geben wird. So, also um zurück zu der Frage zu kommen, wo finden wir denn jetzt nun eine Lärche in Deutschland, wenn wir eine suchen, weil wir sie für irgendwelche bushcrafterischen Tätigkeiten nutzen wollen, dann überall. Also es gibt keinen besonderen Ort, wo man jetzt sagen könnte, hier gibt es viele Lärchen. Wenn man weiß, wo viele Kiefern stehen, dann kann man in dem Bereich vielleicht mal gucken, ob man auch eine Lärche findet, da Kiefer gerne in Verbindung mit Lärche eben angepflanzt wird. Kiefer an sich ist ja ein relativ wertloses, vergleichsweise wertloses Holz. Da kann man jetzt schwer richtig reich mit werden. Während die Lärche hingegen ein sehr wertvolles Holz bildet, das man für sehr gutes Geld verkaufen kann, wenn die Sache mit dem sehr langsamen Wachstum nicht wäre. Aber aufgrund ihres langsamen Wachstums und der Eigenschaft, dass sie keinen Schatten abbekommen kann, kann man die Lärche halt nicht zusammen mit einer Schattbaumart irgendwo hinstellen. Was sind Schattbaumarten? Tanne, beziehungsweise Halbschattbaumarten gibt es auch noch. Das geht auch schon nicht. Alles nicht mit Lärche kompatibel. Beispiele: Tanne, Fichte, Buche, Eiche. Ja, Eiche ist eigentlich auch schon eher eine Lichtbaumart, aber immer noch weniger empfindlich als unsere Lärche. Das sind alles so ein Beispiel. Bergahorn, Linden und so weiter. Alles so Sachen, mit denen sich unsere Lärche nicht verträgt. Kann man vergessen. Hingegen mit der Kiefer, so als einzige im forstlichen Rahmen nennenswert angepflanzte Waldbaumart. Das ist so das Einzige, womit sich unsere Lärche einigermaßen vertragen kann. Und deswegen findet man sie halt eben oft
Zumindest hier jetzt im Schwarzwald, so in meiner Region, gibt es jede Menge Kiefer-, Lärchenbestände. Es macht auch vor allen Dingen ökonomisch Sinn, weil, wie gesagt, ein Kiefernbestand an sich nicht sehr wertvoll. Da dann noch so einzelne wirklich wertvolle Bäume drin zu haben, das lohnt sich. Und außerdem, da sie ja relativ langsam wächst, haben Lärchen eine doch recht lange Umtriebszeit. Heißt, man kann die locker mal 150 Jahre im Wald stehen lassen, bevor man so umsägen kann. Die Standardlärche, inzwischen ist man ja noch ein bisschen mit Experimentieren, mit Züchtungen, ob man nicht irgendwo schnell wachsendere Lärchen herzüchten kann. Und das sieht auch tatsächlich gut aus. Aber ja, das wäre also so die ideale Baumart, um sie quasi über zwei Kieferngenerationen zwischen den Kiefern stehen zu lassen. Man fällt also nach, no, sagen wir mal, 80 Jahren die Kiefern raus und pflanzt neue Kiefern hinterher, hat dazwischen einen Überhälterbestand aus Lärche, so nennt man das dann, wenn man quasi den Hauptbestand fällt, aber noch einzelne Bäume, die irgendwelche bestimmten Eigenschaften haben, eben stehen lässt, die auch ein kleines bisschen für Waldklima sorgen und kein reiner Freibestand, kein Kahlschlag quasi entsteht, indem man eben die paar Lärchen dann noch stehen lässt. Und ja, das ist dann ein Überhälterbetrieb, in dem die nächste Generation an Kiefern dann wieder hochwachsen kann. Und nach, sagen wir mal, weiteren 75 Jahren, grob, da muss man das immer so ein bisschen von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig machen, kann man dann den gesamten Bestand ernten. Also sowohl die neue Generation der Kiefern als auch eben die alten Lärchen und so eine 150-jährige Lärche, wenn man die dann auch noch wunderbar geastet hat und sie entsprechend wenig Äste im Holz aufweist, was man übrigens ganzjährig jederzeit problemlos tun kann, Lärche asten, vergleichsweise problemlos. Dann hat man da durchaus ein sehr wertvolles Holz, was man für gutes Geld dann auch entsprechend verkaufen kann. Gut, das so ein paar allgemeine Dinge und ein paar Worte zur Verbreitung, was die Lärche angeht. Und jetzt wird es mir doch zu laut mit dem Fliegding-Gerät da. Wo ist meine Flak? Wir kommen zur Bestimmung und das charakteristische Merkmal schlechthin bei der Lärche sind die Kurztriebe, das sind diese kleinen Bobbel, an deren Ende sich immer ein richtiges Büschel mit jede Menge Nadeln befindet. Wenn ihr die mal durchzählen wollt, das dürften so theoretisch irgendwas um die 20 sein, die Anzahl kann aber ganz stark schwanken. Und jetzt habe ich mal hier auch entsprechend versucht, bei diesem Baume mal in die Krone rein zu zoomen, dass man das auch beim erwachsenen Exemplar mal schön sehen kann. Und auch da sind sie wieder, die jeweiligen Büschel am jeweiligen Kurztrieb. Und diese Architektur, diesen Aufbau der Nadeln weist von allen mehr oder weniger einheimischen Nadelhölzern auch wirklich nur die Lärche auf. Im Winterzustand kann man Lärchenzweige auch ganz hervorragend eben an den Kurztrieb Bobbeln, nenne ich sie jetzt mal, erkennen. Da hat man also einen Zweig, wo überall diese kahlen Hubbelchen dann drauf sind, natürlich ohne Nadeln, weil es ist ja bekanntlich Winter. Lärchennadeln sind auch sehr, sehr, sehr weich und ja, fast schon kuschelig, kann man sagen. Liegt natürlich eben auch daran, dass sie jedes Jahr erneuert werden. Die müssen also auch gar nicht so hart sein, wie das normale Durchschnittsnadelblatt, das ja für eine langfristige, ja, längere Überlebensdauer sozusagen ausgelegt ist, als das bei der normalen einjährigen Lärchenlaub der Fall ist. Man kann die Lärche höchstens noch mit der Zeder verwechseln, weil es gibt da noch so eine kleine Besonderheit, die dann teilweise bei manchen Zedern so ähnlich funktioniert. Normalerweise ist der Zweig bei älteren Zweigen kahl. Und sämtliche Bilder, die ihr hier seht, beziehungsweise sämtliche Zweige, die ich euch zu dieser Jahreszeit zeigen kann, sind auch kahl. Es befinden sich also keine einzelnen Nadeln am Zweig. Das ist aber bei sehr, sehr jungen Zweigen, also immer den noch nicht einjährigen Zweigen, möglich. Die sind aber jetzt noch nicht da, weil sie erst noch austreiben und dann kann es also auch durchaus sein, beziehungsweise sollte sogar so sein, dass diese Zweige dann auch jeweils einzelne Nadeln direkt am Zweig ohne so einen Kurztriebbobbel aufweisen. Also davon nicht verwirren lassen, wenn das nur am jüngsten Zweig ist, haben wir es trotzdem immer noch mit einer Lärche zu tun. Noch ein paar Anmerkungen zum Stamm. Das hier ist ein Lärchenstamm, extra mit einer weißen Linie markiert. Nein, nicht wirklich, aber merken, wie der aussieht. Und dann haben wir auch gleich einen
Kiefernstamm. Sieht sich sehr ähnlich, kann man auch schon mal durchaus verwechseln, weil ja Kiefer und Lärche durchaus auch gerne miteinander vorkommt. Aber wenn man jetzt an einem Kiefernstamm mal nach oben schaut, wie in dieser Einstellung gleich der Fall, dann kann man halt eben das charakteristische Merkmal unserer Kiefer erkennen. Die hat oben eine andere Farbe als unten und wird da röter. Bestimmungsteil habe ich als ausgelagert gehabt. Schreibt mir doch mal vielleicht bitte in die Kommentare, ob euch das so gefallen hat. Sonst mache ich das in Zukunft wieder wie immer. Aber so habe ich gedacht, ich probiere das mal ein bisschen neu aus und mache das mal größtenteils auf Foto- und Voice-Over-Basis. Okay, wir kommen zur Nutzung. Lärche ist in allen drei Komponenten, die für uns potenziell interessant sein können, durchaus nutzbarer Baum. Das heißt, man kann da was zu essen finden. Baumaterial, also Holz, und zu medizinischen Zwecken ist sie sogar, ja, sicherlich eine der interessanteren Baumarten. Es ist nicht unbedingt eine Weide, die ja ganz definitiv Aspirin abgibt, aber sie ist auf jeden Fall doch durchaus eine der interessanteren Arten. Gut. Fangen wir mal an bei der Nahrungskomponente. Junge Lärchennadeln, also auch diejenigen, die ihr jetzt in den entsprechenden Bildern im Bestimmungsteil gesehen habt, sind sehr weich, sehr zart vom Anfassen her, fast schon kuschelig. Also so haben zumindest meine weiblichen Mitstudentinnen die Lärchennadeln immer bezeichnet. Oh, die sind kuschelig, das muss eine Lärche sein. Das war so das Bestimmungsmerkmal schlechthin teilweise. Jedenfalls durch diese Kuscheligkeit sind die natürlich auch nicht so zäh, wie das bei den meisten Nadelbäumen bei den Nadeln der Fall ist. Und das bedeutet, die sind durchaus ganz gut essbar. Empfohlene Zubereitung, klein hacken, so ein bisschen wie Schnittlauch oder quasi wie Petersilie mit so einer Kräuterwippe und an den Salat schmeißen. Haben eine leicht bittere, säuerliche Note und sollen, wie gesagt, so ziemlich jeden Blattsalat sehr gut kulinarisch aufwerten können. Inwieweit das jetzt nun eben wirklich so ist, da kann man sich jetzt streiten, aber gut, ich mag es nicht so, lasse ich jetzt mal so stehen. Wen das interessiert, die säuerliche Note von den jungen Lärchennadeln kommt tatsächlich von einer bestimmten Säure, die sich Ascorbinsäure nennt, also zum Teil, jetzt nicht nur ausschließlich, und die ist auch bekannt als Vitamin C. Also ja, das Zeug ist sicherlich auch auf einer gewissen Art und Weise gesund. Wer mich schon ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich jetzt nicht so der große Fan vom Grünzeug aus dem Walde futtern bin. Aber ja, junge Lärchennadeln, die kann man schon essen. Und der eine Vorteil, den die halt im Halt bringen, satt machen sie nicht wirklich, Kalorien sind kaum drin, aber eben Vitamin C doch in einer so hohen Dosis, dass man da schon von einem gewissen Nützlichkeit ausgehen kann. Wobei ich zu der ganzen Vitamingeschichte noch mal sagen muss, bis man wirklich Vitaminmangel bekommt, wenn man mal abgeschnitten von der Zivilisation und Ähnlichem ist, das kann locker Monate dauern. Und bis es zu einem richtigen Mangel kommt, wird es einen auch garantiert nicht umbringen, mal ein bisschen weniger Vitamine zu konsumieren, als man das halt eben im normalen zivilisatorischen Alltagsleben tut. Aber ich wollte es halt mal gesagt haben. Kommen wir zum Holz. Das ist ein sehr schweres, sogar das schwerste Holz unter den Nadelhölzern, was natürlich auch am langsamen Wachstum der Lärche liegt. Je langsamer die wächst, desto dichter packt sie quasi ihr Holz. Das ist grundsätzlich bei sämtlichen Bäumen so eine grobe Richtlinie, an die man sich so ein bisschen halten kann. Deshalb auch die Eiche mit ihrem ebenfalls sehr langsamen Wachstum ja auch ein sehr schweres, sehr dichtes Holz eben entsprechend bildet. Aber unter den Nadelbäumen ist Lärche so das schwerste und stabilste. Sie hat hervorragende mechanische Eigenschaften, also grundsätzlich könnte man theoretisch ein Blockhaus, um die Survival-Situation möglichst komfortabel zu überleben, im Idealfall vielleicht sogar aus Lärche bauen. Das ist so das Bauholz, dass man, wenn man was für die Ewigkeit bauen möchte, wird auch nicht ewig halten, aber am ehesten für die Ewigkeit bauen möchte, dann wäre Lärche eben das Mittel der Wahl, weil neben der Tatsache, dass es einfach ein an sich schon sehr schweres, stabiles, mechanisch sehr leicht, gut zu belastendes Holz ist, hat sie dann noch unter allen einheimischen Baumarten die längste Dauerhaftigkeit, wenn sie in Kontakt mit irgendwelchen Umwelteinflüssen kommt.
weil der unter den Nadelhölzern ist bei Lärche der Extraktstoffgehalt, Gerbsäureanteil im Holz am allerhöchsten, deutlich höher als bei den anderen Nadelhölzern. Außerdem hat sie noch zusätzlich, im Gegensatz zu sämtlichen Laubhölzern, eben noch einen gewissen Harzanteil im Holz, was dann die Dauerhaftigkeit gegen mikrobiellen Abbau nochmal zusätzlich erhöht. Soll heißen, so ein Lärchenblockhaus, dass man sich direkt auf den Waldboden baut und vielleicht noch Lärchenpfähle vorher in den Boden klopft, das kann locker, völlig unbehandelt, weil wir haben ja auch keine Möglichkeit, wenn wir mitten im Wald irgendeine Hütte bauen, unser Holz irgendwie zu behandeln, dass es dann besonders gut gegen Pilze geschützt ist oder sonst wie, dann kann sowas locker 60 Jahre halten. Und das ist lang, das ist wirklich lang. Also gut, die Zahl ist vielleicht noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, so in direkten Bodenkontakt, ja, kann es auch mal ein bisschen weniger sein, aber es gibt auf jeden Fall keine andere einheimische Baumart, außer der Robinie, die keine einheimische Baumart ist und uns wahrscheinlich auch nicht in so großer Stückzahl zur Verfügung steht, dass wir daraus irgendwie tatsächlich eine Hütte bauen könnten. Aber ja, dann ist die Lärche eben das eine, was übrig bleibt, was uns eine lange, lange, lange Freude bereitenden Hüttenbau quasi ermöglichen würde. Lärchenholz ist auch so hart, dass es sich theoretisch als Fußboden eignet. Also jetzt für die Nicht-Survival-Fall-Anwendung. Man kann Lärchenparkett Boden wunderbar in beliebige Häuser integrieren. Es ist ein sehr schönes Holz, es hat einen sehr dunklen Farbkern und von meinem Geschmack her kommt die besondere Attraktivität dieses Holzes daher, dass es eine starke Abgrenzung des jahrigen Übergangs erstens mal hat und sich zweitens Früh- und Spätholz optisch, farblich sehr stark voneinander unterscheiden. Wir haben also ein hell-dunkel, 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 hell-dunkel Übergang und das halt einfach mit einem deutlichen, markanten Umbruch quasi in der Holzmusterung. Es ist schwierig zu beschreiben, aber ich finde es schon ein wirklich sehr attraktives Holz. Außerdem ist es ein Kernholzbaum, soll heißen, wir haben also außenrum einen meistens relativ dünnen Bereich von Splintholz. Das bedeutet, da ist kein Kern vorhanden. Das hat dann also nochmal eine ganz andere Farbe als das eigentliche Kernholz. Wer also das entsprechende Geld hat und sich entsprechend schöne Dinge aus Lärchenholz mit Kern- und Splintanteil zulegen möchte, der hat einen optisch, wie ich finde, nur schwer von anderen Holzarten übertreffbares Holz dann in seiner Bude verbaut. Lärche eignet sich hervorragend für den Innenausbau, aber die Besonderheit von Lärche ist halt eben ihre ebenfalls hervorragende Eignung für den Außenausbau. Wer also irgendwelche Hausfassaden mit schönem Holz verkleiden möchte, da wäre Lärche auf jeden Fall eine sehr gute Wahl und durch ihre Dauerhaftigkeit eignet sie sich auch prima für Dachschindeln. Also wer sein Haus mit Holz decken möchte, da ist Lärche eine prima Variante. Außerdem ist Lärchenholz, ja jedes Holz ist wasserdicht, aber Lärchenholz ist nochmal wasserabweisender als die meisten anderen Hölzer, auch wieder aufgrund des hohen Anteils an entsprechenden Harzen und Gerbsäuren im Holz. Also ja, von all den Bäumen, die ich bisher vorgestellt habe, wenn man sich wirklich einen Hütte bauen möchte, einen langfristigen Unterschlupf, dann möge man doch am besten wirklich Lärche nehmen für alles. Dann ist man rundum glücklich und braucht nur mit einer Baumart hantieren. Der Nachteil des Hüttenbaus mit Lärche ist allerdings der, dass das Holz vergleichsweise schwer ist. Man muss es also erstmal transportiert bekommen. Baut man seine Hütte aus Fichte, dann hat man ein mechanisch super stabiles Holz, das auch eine mechanisch zumindest hervorragende Hütte abgibt. Und gleichzeitig noch die Möglichkeit, Fichtenstämme vergleichsweise leicht zu transportieren. Also wenn man 2-3 Mann hat, dann kann man sich einen so dicken Fichtenstamm schon mal locker auf die Schulter schmeißen und durch den Wald tragen mit Manpower quasi. Mit einem gleich dicken Lärchenstamm, oh, das wird schon deutlich schwieriger. Und wenn man dann noch einen noch dickeren Lärchenstamm transportieren möchte, dann wird das halt irgendwann gar nicht mehr möglich sein. Würde heißen, man müsste schon in einer sehr, sehr, sehr lärchenholzreichen Region hocken, um sich ein Lärchenblockhaus wirklich bauen zu können. Einfach aus technischen Gründen, weil man eben das Holz so schwer nur transportieren kann. Ja, dann, Lärchenholz brennt natürlich auch, hat aber als Brennholz
nicht wirklich irgendeinen besonderen Vorteil, weshalb man es als Brennholz verwenden sollte. Der Schwerpunkt der Verwendung von Lärchenholz ist ganz klar Bauen. Also gerade eben für Survival-Unternehmen Bauen, unbedingt. Und sonst Vertäfelungen, Furnierholz und schöne Dinge, wo man ein schönes, stabiles, witterungsbeständiges Holz eben braucht im zivilen Einsatz. Es werden auch gern Rebstöcke, also die Stöcke, wo die Rebe drankommt, werden gern aus Lärchenholz gemacht, unter anderem, weil es halt doch eben so witterungsbeständig ist, um mal noch ein anderes Beispiel zu nennen. Oder ganz beliebt sind Terrassenböden eben auch aus Lärche, die direkten Bodenkontakt haben, müssen also dauerhaft sein. Gleichzeitig muss das Holz so stabil sein, dass man überhaupt drauf rumlaufen kann, ohne es gleich sofort zu zerkratzen und kaputt zu machen, und deshalb bietet sich da auch wieder eben unsere Lärche an. Gut, das wäre es zum Holz, und dann mache ich einen kurzen Schnitt und hocke mich woanders hin und dann erzähle ich noch mal ein bisschen was zur medizinischen Nutzung. Ja, wir kommen zur Lärche, im Hintergrund ist übrigens eine, als Heilmittel. Und zwar weiß man von den alten Römern, und man vermutet, dass es sogar in der Jungsteinzeit schon bekannt gewesen sein könnte, dass man Lärchenharz gegen unter anderem viele Leiden des Beatmungsapparates, nenne ich es jetzt einfach mal, verwendet hat. Genau genommen hat man eine Lärchensalbe hergestellt. So viel ist zumindest von den Römern sogar schriftlich überliefert. Die da besteht aus verschiedenen Ölen. Da kann man sich streiten, ob die Öle, abgesehen davon, dass sie das ganze Zeug geschmeidiger machen, überhaupt an der heilenden Wirkung beteiligt sind. Das ist mit gewisser Fragwürdigkeit jetzt einfach mal belegt, sage ich jetzt mal. Wachs, was im Prinzip wirklich bloß der Konsistenz dieser Salbe wahrscheinlich gedient haben mag, weil Wachs an sich hat ja keine, Bienenwachs natürlich, hat ja jetzt keine nachweislichen, nennenswert heilenden Eigenschaften, und ja, letztendlich Lärchenterpentin, also das Destillat von Lärchenharz. So, jetzt gehen wir mal der Reihe nach vor. Wir brauchen also Lärchenterpentin. Wo kriegen wir Lärchenterpentin her? Dafür müssen wir Lärchenharz sammeln. Wie Harz sammeln geht, habe ich schon mal in irgendeinem Waldkurzwissen angerissen, wie man das früher gemacht hat. Aber wenn wir in Not sind, dann reicht es im Prinzip, irgendwie auf den Baum einzustechen mit dem Messer und da Stücke Rinde rauszubrechen. Dann wird schon irgendwie Harz zum Vorschein kommen. In einer Notsituation, natürlich nur dann, reicht das dann auf. Da braucht man ja nicht besonders nachhaltig vorgehen und dann versuchen, den Baum möglichst schonend Harz zu entnehmen. Harz entnehmen im Sinne von absichtlich dem Baum eine Wunde zufügen, ist natürlich in einer Nicht-Survival-Situation nicht erlaubt. Das heißt, da müssten wir natürlich so lange nach einer Lärche suchen, die ohnehin irgendwie verletzt ist, bis wir, wie bei jedem anderen Nadelbaum, wo wir auch Harz sammeln wollen, da eben dann überflüssiges Harz finden und das uns dann entsprechend abkratzen. So, wie destilliert man jetzt Harz? Im Idealfall kocht man es zu einer Brühe auf, dass es wirklich flüssig wird, das passiert irgendwann, und setzt dann eben diesen ganzen Kochvorgang macht man halt am besten, wenn man sowas hat, hat man natürlich normalerweise nicht, in einem Destillierkolben. Wer keinen Destillierkolben hat und auch sonst keinen Trichter mit Schlauch, den man dann quasi als Destillierkolben improvisieren könnte, der nimmt am besten einfach ein Tuch, schmeißt es sich über den Topf, und wenn das Tuch quasi dann nass ist von dem Dampf, der aus dem Lärchenharz aufgestiegen ist, dann bringt man das halt in Gottes Namen aus und kriegt dann ein paar Tropfen Lärchenterpentin da dann raus. Das könnte sehr aufwendig sein, diese Methode, um das Zeug herzustellen. Das wird eine sehr, 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 sehr schlechte Rendite quasi bei rauskommen, dass man für ganz viel Harz, was man gesammelt hat, nur ganz wenig Lärchenterpentin rausbekommt. Aber es müsste zumindest einigermaßen funktionieren. Da haben wir also Lärchenterpentin. Und jetzt brauchen wir noch Bienenwachs. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir aus der Zivilisation noch ein paar Bienenwachskerzen übrig haben. Ansonsten, wie man Bienenstöcke findet, oh, das ist so ein ganz eigenes Thema. Und ganz ehrlich, das weiß ich auch gar nicht. Am effektivsten wäre es wahrscheinlich noch irgendwie die Bienenstöcke eines toten Imkers zu plündern. Weil es sind ja alle gestorben, außer uns, in unserem Survival-Szenario. Ne? Keine Ahnung. Also da müsst ihr euch dann selber Gedanken machen. Und jetzt die Frage mit den Ölen.
Ölen. Die Römer haben ohnehin so komische Öle verwendet, die bei uns jetzt so in dem Sinne schwierig bis gar nicht zu kriegen sind. Es müsste eigentlich fast jedes Öl, das man so in einem deutschen Haushalt finden kann, einigermaßen funktionieren. Also zur Not auch, keine Ahnung, Sonnenblumen oder Rapsöl. Einigermaßen müsste das funktionieren. So, leider habe ich keine Anleitung gefunden, wie man das Gesamtprodukt jetzt zusammenmixt. Ich würde es einfach mal in eine Schüssel kippen und halt rühren, rühren, rühren und dann hoffen, dass dabei irgendeine salbenartige Konsistenz bei rumkommt. Zumindest die Wachskomponente sollte man vielleicht vorher ein wenig heiß machen. Wie gesagt, eine Anleitung war nicht auftreibbar, aber das Resultat sollte dann tatsächlich eben eine Lärchensalbe sein, die man sich dann, die man auf zwei wesentliche Wege verwenden kann, die auf jeden Fall Sinn machen und überliefert sind. Der eine wäre, man schmiert sich das Ganze irgendwo hin, wo man es dauernd riecht, um dann quasi die davon aufsteigenden Dämpfe zu inhalieren, die beruhigend auf die Lunge wirken und bei sämtlichen Hustengeschichten und so weiter und so fort zumindest irgendeine positive Wirkung haben werden. Eine Lungenentzündung wird man damit jetzt nicht kurieren können, aber eine kleine Bronchitis, da wirkt es zumindest lindernd. Und da die Psyche bei sowas ja auch immer eine gewisse Rolle spielt, hilft es einem sicherlich mental auch irgendwie weiter, wenn man weiß, so, ich habe jetzt was getan gegen meinen Husten. Ja. Zweite Anwendung wäre bei Leuten, die unter rheumatischen Beschwerden leiden, die Öle, die Inhaltsstoffe von diesem Lärchenterpentin wirken nämlich durchblutungsfördernd, heißt reizend. Wenn man sich das also auf irgendein Gelenk schmiert, was halt eben rheumatisch Probleme bereitet, dann wird dieses Gelenk bzw. die umgebende Haut relativ bald deutlich besser durchblutet und das wirkt in der Regel auch ein wenig lindernd auf den rheumatischen Schmerz. So habe ich das zumindest recherchiert. Jetzt habe ich leider kein Rheuma, beziehungsweise Gott sei Dank, mit dem ich das ausprobieren kann und kenne jetzt auch niemanden, der sich dafür gerade zur Verfügung stellen würde. Und davon abgesehen bin ich ja auch bekanntlich nur der Theoretiker und habe mir auch noch keine Lärchensalbe hergestellt. Oh Mann, geh mit der Birke weg. Böser Ben. Hat auch eine Birke im Hirn. So, da jetzt Bienenwachs und auch diese komischen Öle, die in diesem ganzen Produkt drin sind, wahrscheinlich die Wirkung vielleicht noch ein kleines bisschen verbessern, aber ansonsten bloß zum Strecken des Produkts gedacht sind oder halt eben zur besseren Anbringbarkeit eben dieser Salbe, zur besseren Cremigkeit vielleicht, gehe ich schwer davon aus, dass die Wirkung nachweislich nur im Lärchenharz zu finden ist. Und das heißt, wir können also auf die ganzen anderen Komponenten wahrscheinlich auch so zumindest anteilig verzichten, wenn wir uns also spätestens wenn wir uns in einer Notsituation befinden und nur mit dem reinen Lärchenharz arbeiten, was wir dann auch nicht unbedingt erst zu Terpentin verkochen müssen. Hoffe ich. Natürlich ist es erheblich effektiver, weil die Wirkstoffe in einer deutlich konzentrierteren Form im Terpentin vorliegen als im normalen Harz. Das Problem ist jetzt bloß, dass im Terpentin unter Umständen auch andere Sachen halt eben noch drin sind, die dann weniger gesundheitsförderlich wirken. Weil Terpentin an sich ist ja schon nichts, was man für gesundheitliche Zwecke heutzutage zumindest noch anwendet, sondern eher zum Pinselreinigen und solche Späße, also in der Malerei. Deswegen, man muss da schon ein wenig vorsichtig sein. Jetzt hat das Ganze eigentlich auch noch eine antibakterielle angeblich und eine antivirale angeblich Wirkung. Das ist immer so eine Sache. Mit Naturprodukten, die ja irgendwie entzündungshemmend, antibakteriell und so weiter und so fort wirken, das ist immer schon richtig, dass sie das irgendwo tun. Man kann es in den meisten Fällen auch nachweisen, dass sie es tun. Nur gibt es jetzt halt eben einen ganzen Batzen möglicher Bakterien. Und wir müssen ja immer noch dran denken, wo kommt das her, was wir jetzt gegen diese Bakterien verwenden? Aus einer Pflanze. Die Pflanze hat keinerlei Interesse daran, irgendwelche Stoffe zu produzieren, die gegen menschspezifische Bakterien helfen. Sollte das der Fall sein, dann ist es einfach ein Zufall.
dass halt eben das, was der Pflanze gegen Bakterien hilft, eben in diesem Fall jetzt auch uns gegen diese einen Bakterienstamm, den wir jetzt gerade als Problem loswerden möchten, eben auch hilft. Das kann schon mal sein, dass das klappt. Also das ist auch für mich als Naturwissenschaftler dann die Erklärung, wenn da jemand irgendwelche unglaublichen Heilungserfolge mit irgendwelchen Pflanzensubstanzen bei im Prinzip eigentlich schlimmen Erkrankungen mit Bakterien oder Viren oder sonst was erzielt. Wie gesagt, kann funktionieren, aber wenn man sich jetzt auf sowas allein verlassen möchte, dann hat man halt eben das Problem, dass es auch sehr wohl nicht funktionieren kann, weil es halt eben jetzt gerade ein Bakterienstamm ist, der gegen die Inhaltsstoffe von diesem Lärchenterpentin bzw. dem Lärchenharz dann halt eben nicht besonders empfindlich reagiert. Und das Gleiche gilt halt eben auch für Viren. Da mag es welche geben, die davon halt irgendwie ein bisschen immobilisiert werden und eingeschränkt werden in ihrer Vermehrung oder sonst irgendwas Tolles da passiert, aber es wird auch einen ganzen Haufen geben, denen das halt eben nicht so viel ausmacht. Und da die Mutations- und Anpassungsrate bei Viren und Bakterien bei beiden durchaus sehr hoch ist, wäre es extrem gefährlich, sich darauf zu verlassen, dass das einem jetzt da in irgendeiner Form weiterhilft. Man hat es, jetzt nochmal zurück zur Historie, übrigens auch zur Wundheilung auf Wunden geschmiert. Da lässt sich jetzt nun überhaupt nicht irgendwie ableiten, wieso das da helfen soll. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man ein sehr dickflüssiges Zeugs sich auf eine Wunde schmiert, dann zieht dieses sehr dickflüssige, wenig wasserhaltige Zeug Feuchtigkeit aus dem umgebenden Gewebe ab und trocknet dieses unter Umständen aus. Unter Umständen kann das dann auch schon wieder ausreichen, um die Vermehrung irgendwelcher Bakterien, die ein sehr feuchtes Milieu brauchen, so stark zu reduzieren, dass das Immunsystem mit denen dann erheblich besser fertig wird und dann hilft es einem. Eine Substanz, die diese Wirkung auch haben kann, ist interessanterweise Honig. Hat man auch schon in der Steinzeit entsprechend auf Wunden geschmiert, weil Honig doch stark hygroskopisch ist, Wasser anzieht, Wasser dann eben, wie gesagt, aus dem Gewebe der Wunde zieht und diese austrocknet und dann ist es halt eben für das Immunsystem unter Umständen leichter mit den Bakterien klarzukommen als ohne. Kann funktionieren, muss nicht. Man darf bei all diesen Möglichkeiten der Naturmedizin halt einfach eben nicht vergessen, dass man ohne Antibiotika medizinisch wieder da ist, wo man schon mal war, als es noch kein Antibiotika gab. Und das war eben die Zeit, wo die gefühlte halbe Menschheit von der Pest dahin gerafft wurde. Und was hat man da dann hingegen trotzdem eben gehabt? Ja, meinetwegen Lärchensalbe. Da wird auch irgendwann mal jemand wahrscheinlich auf die Idee gekommen sein, diese vielleicht mal auszuprobieren. Okay, möglicherweise kannten sie die im Mittelalter auch nicht, aber ich wage zu bezweifeln, dass die zum Beispiel gegen die Lungenpest geholfen hätte, wenn man sich da ein wenig Lärchensalbe auf die Brust schreibt und fröhlich die Dämpfe davon inhaliert. Wage ich schwer zu bezweifeln. Also man darf eben die medizinische Wirkung von diesem Zeug jetzt nicht überinterpretieren, aber wer da in dieser Hinsicht mal ein wenig rumexperimentieren möchte, schaden kann es in der Regel wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich, da bin ich der Doofe. Aber Wunder darf man halt eben auch nicht erwarten. Ich denke trotzdem, es ist auf jeden Fall eine wichtige Information, dass das ein Heilmittel sein könnte gegen vor allen Dingen eben, wie gesagt, die Lungenleiden und die rheumatischen Beschwerden. Denn die Psychologie ist halt eben auch wichtig, gerade wenn man irgendwie krank ist, dass man dann weiß, irgendjemand kümmert sich um mich, jemand tut was dagegen, ich bekomme irgendein Medikament. Ist immer noch besser, als auf dem Waldboden rumzuliegen und vor sich hin zu siechen, ohne dass irgendjemand überhaupt versucht, einem zu helfen. Und wenn man schon versucht zu helfen, dann sollte man das vielleicht auch mit was tun, was zumindest einigermaßen eine Wirkung hat und nicht unbedingt nur mit, keine Ahnung, Fichtenharz, was nachweislich wahrscheinlich dann eher keine Wirkung hat. Jetzt sage ich nicht, es hat keine Wirkung, weil möglicherweise kommt jetzt irgendwo ein kräuterkundiger Herr oder ein Wunderheiler, der mir erzählt, dass er mit Weihrauch auch schon Krebs geheilt hat oder sonst irgendwas. Ich will mich da nicht drüber lustig machen. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die ich nicht verstehe und möglicherweise gehören diese seltsamen Heilmethoden, die es da auf diesem Planeten alle gibt, da vielleicht ja sogar dazu, aber solange mich davon nicht persönlich überzeugt wurde, weil ich da mal was gesehen habe, was tatsächlich aus irgendwelchen Gründen funktioniert hat, bin ich da noch skeptisch.
Aber ich bin weniger skeptisch, als ich zum Beispiel noch vor ein paar Jahren war, weil ich inzwischen auch so Dinge gesehen habe, wie irgendwelche Shaolin-Mönche, die Nadeln durch Glasscheiben werfen und ich ums Verrecken nicht erkennen konnte, wie das bitte schön möglich sein soll. Und ich selber zumindest so viel Kampfsport gemacht habe, Kampfkunst eigentlich eher, dass ich schon glaube, dass solche Sachen irgendwie funktionieren. Auch wenn man das teilweise physikalisch nicht so richtig erklären kann. Deshalb vorsichtig sein, vielleicht mal ausprobieren, jetzt nicht zu sehr drauf vertrauen und grundsätzlich immer im Hinterkopf behalten, dass man, wenn man krank ist, vielleicht doch lieber erstmal einen Arzt aufsuchen sollte. Und das soll es dann gewesen sein zur Lerche und deren Anwendungsgebiete. Heute halt mal eben die etwas kompaktere Form, wo ich weitergehende Informationen zum Baum weggelassen habe. Wenn jetzt noch ein riesiges Bedürfnis nach weiteren ökologischen Informationen zur Lerche besteht, wie die so funktioniert als Baum und so weiter und so fort, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann liefere ich das vielleicht noch nach, wenn ich irgendwie noch mal dazukomme in nächster Zeit. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.